Priester, der da. Trainingsraum. Küche besetzen. Neue Ebens. Und vielleicht das Arcanum? Ich weiß nicht, Frieden und Beute. Doch, Frieden und Beute mache ich. Es ging ja das letzte Mal eigentlich ganz gut auf. So, und jetzt habe ich noch genug Materialien für noch einen Recken. Habe ich schon mal bei den beiden Imp-Truppen. Dich besetzen. Oh, und ich habe immer noch keinen zweites Lager gebaut. Sollte ich ändern. Schicken wir mal Trupp 1 los, wieder Materialien besorgen, dass ich ein zweites Lagerhaus bauen kann. Eine zweite Vorratskammer. Und hier kann ich dann viel erkunden. Hm? Beschützt von Rachegeistern. Hier sind ein paar Ingenieure. Okay, das klappt alles, denke ich mal. Aber erstmal den Schatz da oben plündern. Mal gucken, was da drin ist. Arcanium. Monsterbau. Schatzgrube. Gerade für die Schatzgrube eigentlich rentiert sich dann doch das die DLC was Räume billiger macht. So, ein Überfallerfolg. Sehr gut. Wo ist es denn? Da ist es. Da wollte ich nichts hinpflanzen. Ich könnte es da hinten irgendwo ins Eck. Aber nee, ich glaube, da packe ich lieber die Schatzgrube hin. Hier nehmen die Schmiede. Ja. Ignorieren wir den Platz hier einfach mal. Oder ich benutze die drei Punkte, die ich durch den Meisterbauer spare, einfach für die Wandfallen. Genau. So, jetzt habe ich 25. Das würde theoretisch reichen. Meine Truppen ein bisschen zu verstärken. Ich habe gerade durch Frieden und Beute noch mehr gekriegt. Sehr schön. Ja, die Rune ist definitiv sehr wichtig. So. Ah nein, ihr geht hier essen. Ihr geht hier essen. Baal portet sich schon mal hier hin. Und wir haben die 4 Punkte fürs Ark. Kanum freigeschalten. So. Die Recken würde ich auch gern gleich mit besseren Waffen ausstatten. Und dann würde ich hier gern durchgraben. So. Ihr sollt essen gehen. Und ihr sagt hier schon mal Hallo. Trupp 2 kann auch schon mal hierher an tanzen. Elden. Das sieht nicht so gut aus. Holen wir mal
unsere Leute hier an den Start. So, weg mit dem Beschützer. Und weg mit dem Alchemisten. Los. Gut. Wow, der Recke, den hat's fast erwischt. I feel the need to feed. Und ich habe nicht genug Mana. Jetzt gleich habe ich genug Mana. So. Jetzt muss ich das hier alles säubern. Und hey, hier liegt noch eine Schatztruhe. Die habe ich gar nicht gesehen vorhin. Okay. Zwei Schatztruhen. Und dann ist das auch gut hier. Noch ein Punkt. Ich bräuchte jetzt eigentlich demnächst mal die Materialien für die Spelunke. Wie viel kann ich jetzt zurzeit bunkern? 110. Wo ist denn mein... Ah ja, 100 macht der erste Raum und 50 jede weitere. Okay, jetzt aber erstmal hier weiter drauf boxen. Out of the pit into a hellhole. Die ersten Helden sind extrahiert worden, oder? Ja. Aber nur zwei bis jetzt. Ah, da kommt der dritte schon an. Die Seer halten für die Stufe 3 Einheit. Wo stehen die eigentlich? Hier drunter, oder? Genau, da Stufe 3 Einheiten. So, verkloppen wir erstmal alles. Dann machen wir die beiden Truhen nacheinander auf. Wow, der Berserker muss gut einstecken. Wow, der Berserker fällt gleich um. Das war mein Berserker. Wahrscheinlich der Level 3 Berserker. Naja, ist egal. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. Oh, ein Schreckensfürst. Pilze umwandeln. Der Schreckensfürst ist die Nervensäge. Oh, eine neue Rune. Na, immer wenn ich den töte, kommt eine Schreckensfürstenseele und eine Priesterseele. Kommt, sterbt endlich. So, einer ist gestorben. Der andere auch. Sehr gut. Ich brauche immer noch ein bisschen. Ah. Jetzt kann ich schon mal meinen Schreckensfürsten freischalten. Sehr gut. Und ich habe genug für die Spelunke. So, Spelunke. Und ich weiß auch nicht, warum ich immer solche Verbindungsgänge baue. Out of the pit into a hellhole. Vielleicht einfach, weil ich es kann. So, ein Feuerhexenmeister. Ist sehr harmlos. 10 Schätze. 10 Schätze sind toll. Habe ich schon einen Schreckensfürsten? Nein, dann kommt jetzt einer. Mit dem einen Punkt könnte ich die dann noch freischalten. Ja, machen wir das mal. So.
So, gut. Dann kann ich die auch beide gleich mal ausbilden. Für den nächsten Trupp. So, Schreckensfürst kommt da rein. Wird trainiert. Dann wird es als nächstes Zeit, dass ich Trupp 2 kurz zum Essen schicke. Und noch ein bisschen upgrade. Noch Priester. Und einen Schreckensfürsten, wenn ich mir einen leisten, also wenn ich mir einen leisten kann für den Trupp hier. Okay. Der Trupp sieht gut beisammen aus. Schicken wir ihn also mal auf eine Materialmission. Können ihn ruhig mal auf eine größere schicken. Ein Ingenieur und ein Alchemist. Es gibt ziemlich viele verschiedene Zwergeneinheiten, fällt mir so auf. Ingenieure, Alchemisten, Mechaniker und Beschützer waren es, glaube ich. Aber es gibt auch recht viele Elfeneinheiten eigentlich. Ja. Genau, schön hochheilen. Gut. Gut, gut. Wie jetzt weiter? Also erstmal schicke ich euch beide hier rein. Der kostet 50. Oh, ich habe genug Platz für den Schreckensfürsten. Also nehme ich mal Squad 1 und schicke den auf eine kleine Schatzmission hier. Hierhin. Sind sie schon da angekommen? Ja, sind sie. So. Heroes are entering your dungeon. Helden im Dungeon? Okay. Life. What's the point anyway? Das heißt wieder was für den Extraktor. Habe ich den Trupp verloren? Also den... Eine Einheit? Nö. So, Arcanum. Kann ich das einfach da... Ja, das kann ich einfach da dran kleben. So. Und vom Arcanum aus mache ich einfach hier so einen Gang rum. So. Und da kommt dann der Monsterhort hin. Erst die Fallen, würde ich sagen, und dann den Monsterbau. Oder? Ne, erst brauche ich den Minotaurus. Dann kann ich mich um den Monsterbau kümmern. Kann mal jemand die Schätze einlagern? So, ihr zieht euch mal zur Pilzfarm zurück, während ich hier jetzt mal anfange, ein paar Fallen zu platzieren. So, das ist nämlich eine gute Idee. Wenn ich mir dann überlege, wie sehen meine Trupps aus? Trupp 2 sieht fast schon fit genug aus, um wieder auf eine Mission zu gehen. Warum habe ich zwei Schreckensfürsten?
Ach so, ich krieg kostenlose Einheiten, sehr gut. Jo. Einheiten beschworen. Fehlt mir noch ein Taurus. So, der kommt jetzt.